Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausfälligen Wetter und dem dazugehörigen Video hier am Strand von Maspalomas heute am 13. November 2023. Es ist 7.46 Uhr. Wir haben 18 Grad. Keinen Wind im Moment, auch keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Ja, heute Morgen an der Herfahrt vor der Chalka, das Thermometer, das zeigte 15 Grad an. Eigentlich soll es die Tage jetzt, ja also ab heute, etwas wärmer werden und wieder Temperaturen 30 Grad und darüber werden erwartet. Die Tiefstwerte waren heute Nacht 15 Grad. Ja, und das ist jetzt das aktuelle Strandleben hier. Ist schon wieder was los, kurz vor 8 sind doch schon einige Menschen hier unterwegs. Unterwegs auch viele Läufer und Jogger gesehen, denn wir haben ja auch bald wieder den Marathon hier und viele nutzen das mit der Veranstaltung zum Urlaub machen. Ja, 6.53 Uhr hatten wir hier Niedrigwasser, wir haben zulaufendes Wasser, Hochwasser ist um 12.59 Uhr, also kurz vor 13 Uhr. 7.21 Uhr war Sonnenaufgang und um 18.09 Uhr ist Sonnenuntergang. Ja, Leuchtturm Faro, wer möchte, kann gerne mit dazukommen, kommenden Freitag wieder. Um 16 Uhr mit und ohne Kamera selbstverständlich können wir uns da unterhalten. Ja, gerade eben ein wunderschöner Sonnenaufgang ohne Wolkenband und ich werde es mal versuchen, morgen ein bisschen früher hier zu sein. Und auch die 360-Grad-Kamera mal wieder mitzunehmen. Ja, an dieser Stelle grüße ich natürlich alle Gäste hier im Kanal, auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren. Weiterleiten der Videos und die netten Kommentare. Und die Beantwortung, das geht sehr gut. Da lasse ich ja auch die unterschiedlichen Meinungen und sind ja auch gut. Wir können ja nicht alle immer der gleichen Meinung sein. Und das kann man ja auch lesen und das ist ja auch gut so. So, und jetzt machen wir es auch gleich mal, den Blick in die Berge. Ja, gestern am späten Nachmittag, am Abend, haben wir noch mal den Strand besucht und es war sehr, sehr schön. Hier die Zeile hinter mir und da gibt es dann auch ein Video, aber das werde ich teilweise dann mit Musik unterlegen, aber so Impressionen am Abend. Dass ihr seht, was hier gestern Abend los war. So ein bisschen Wellen sieht man heute auch. Man hat die Wellen doch ziemlich laut gehört beim Herfahren.
ja, das Wasser noch angenehm warm. Das hat also immer noch knapp 24 Grad. Und wenn man jetzt im kalten Sand läuft und dann ins Wasser kommt, ist das ein richtig schönes Gefühl. Ja, was soll man da sagen? Viel gibt's nicht zu sagen hier. Am frühen Morgen das genießen zu dürfen, weiß ich zu schätzen. Ja, vielleicht gibt es doch wieder einen Kalender dieses Jahr. Einen Kalender, den man sich selber ausdrucken kann. Und zwar, ja, die Idee kam eigentlich von der Antje, die gesagt hat, wir haben so viele schöne Bilder und es wird so häufig nach dem Kalender gefragt. Mal schauen, ob wir das noch realisieren können jetzt, aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Hatte ich auch das letzte Jahr schon die Frage wegen dem Kalender zum Ausdrucken und da hat jemand dann gesagt, er würde sich dann die einzelnen Blätter in so einem Wechselrahmen legen. Auch eine gute Idee. Und dann sollte natürlich so wenig wie möglich ja, Zahlen und Tage drauf sein, sondern so viel wie möglich Bild. Das ist jetzt die Überlegung. Es muss ja auch immer das Motiv zum Format passen. Ja, das wären jetzt schöne Aufnahmen geworden mit der 360-Grad-Kamera. Aber wie gesagt, da muss ich ein bisschen früher da sein. So, jetzt geht es erstmal ein bisschen schneller hier in diese Richtung, Richtung Punta de Maspalomas. Ja, gerade eben wird es wieder etwas lauter hier am Strand. Da kommen jetzt doch einige Wellen an und wenn ich hier ein paar Meter ins Wasser gehe, merke ich jetzt mit den Füßen. Ihr seht es hier auch, richtige Unebenheiten hier im Wasser. Vertiefungen, also da waren schon etwas größere Wellen am Werk. Ja, was für ein schöner Anblick.
auch hier vorher oder vor mir seht ihr auch diese Vertiefungen hier im Strand, im Sand. Ja, mein Etappenziel habe ich jetzt gerade wieder erreicht, die Punta de Maspalomas. Und es sieht hier auch ein bisschen anders aus, ich zeige es euch gleich. Ich warte jetzt eben mal die Fußgänger hier ab. Ja, der Blick jetzt hinüber Richtung San Agustin, Bahia Feliz. Etwas diesig, etwas verschwommen. So und so sieht das jetzt hier aus. Man sieht doch wieder freiliegende Steine hier. Also man sollte jetzt beim Strandspaziergang schon auf die Gezeiten achten, sonst... Ja, wenn das Wasser bis hier läuft oder bis hier steht, dann muss man dann entweder ganz da oben laufen, im trockenen Sand oder über die Steine. Und das ist nicht ganz so angenehm. Es fehlt eben wieder ein paar Kubikmeter Sand, aber die kommen mit Sicherheit auch wieder. Ja, ganz da in weiter Ferne die Richtung. Da sieht man ein Schiff. So, für mich geht es jetzt wieder in die andere Richtung. Ja, angekündigt hat man auch, fällt mir gerade so ein, dass die ganzen Weihnachts- und Silvesterveranstaltungen, Menüs in den Hotels, Anlagen und wo es auch immer angeboten wird, also erheblich teurer werden, nochmals teurer. Aber dennoch sagt man, dass diese Angebote doch genutzt werden. Beziehungsweise die buchen ja jetzt schon für diesen Zeitraum eventuell das Weihnachtsdiner, Gala-Diner, wie es auch immer heißt, Silvestermenü, was für schöne Namen es da gibt, mit dazu. Ja, das ist auch immer so eine Kopfsache, finde ich. Die Gedanken, ein besonderer Tag, ein besonderes Essen und besondere Getränke. Für viele wichtig, für die anderen nicht. Wie wir Silvester feiern, das werdet ihr dann sehen. Denn wir sind in der Öffentlichkeit.
am Leuchtturm am Faro. Ja, man sieht wieder auch die Wellen von allen Seiten kommen. Und dementsprechend gibt es dann wieder die starken Unterströmungen. Ja, die ganze letzte Zeit gab es keine Wellen. Nein, das war alles sehr, sehr ruhig. Deswegen dachte ich mir gerade, schalte sie ein. Vielleicht gibt es ja noch was. Mal sehen, ein bisschen Geduld muss man mitbringen. So, nochmal hier in die Berge. Ja, schönes Wasser, ganz ruhig. Nein, es kommt keine Wellen. Ich begreife nicht. Also überhaupt keine Regelmäßigkeit hier. Im Gegenteil, das wird immer ruhiger hier, das Wasser. Ja, und das war's vielleicht auch schon wieder. Schaut euch an, was hier für Riefen, für Furchen drin sind.
Oh ja. Ja, schöner kann es eigentlich nicht sein, nein. Ja, ich schaue mich jetzt eben noch mal um. Wolken? Nein. Keine Wolken zu sehen. Ich muss sagen, hier ist es jetzt wieder etwas kühler, da an der Charca heute Morgen auch. Aber jetzt an der Punta de Maspalomas, da war es auf jeden Fall gefühlte 2 Grad wärmer. Jetzt kommt auch so ein ganz leichter Wind von vorne. Ja, und wenn es mal zu windig ist, dann eventuell Plan B. Dann sucht man sich ein Ziel raus oder hat es vorher schon festgelegt, beziehungsweise sich was vorbereitet. Und Plan B ist ja in Arbeit. Wir haben jetzt insgesamt online 6 Ziele und es werden so 25 werden. Und den Plan B, wie man da rankommt, wie man sich die Sachen runterladen kann, die kann man ja speichern dann aufs Handy, aufs Tablet, auf dem Computer. Oder man kann sie sich ausdrucken, diese PDF-Dateien. Das erfahrt ihr dann einmal im Video von der Antje Plan B erklärt. Das könnt ihr suchen oder dann eben im Mitgliederbereich. So, ich sage jetzt erstmal vielen Dank und ja, bis später, wo es hingeht. Ehrlich gesagt, noch keine Ahnung. Bin ich im Moment ein bisschen überfragt. Aber ich werde mit Sicherheit was finden. So, dann sage ich wie gewohnt an dieser Stelle hasta luego, macht's gut, bis dann und habt eine schöne Woche.